Kusmer von der Sparkasse, da sind wir ja nachher auch noch zu Gast, meine sehr verehrten Gäste. Heute ist ein guter Tag in dieser Stadt. Und ich werde nachher noch viel mehr sagen und eine auch hoffentlich angemessene Laudatio halten. Aber bevor dem so ist, sollte man mit Kunst beginnen, mit Musik. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir mit Lena Wilms und Marlin Wilms zwei junge Künstlerinnen gefunden haben, die uns erst ein wenig musikalisch begleiten werden. Und das machen sie nicht alleine, sondern sie machen das unter der Anleitung ihres Lehrers, Herrn Stefan Buhr. Und ich finde, das ist ein angemessener Beginn. Und ich freue mich jetzt erstmal auf Ihre Darbietung. Und dann können wir alle ankommen und uns darauf vorbereiten, auf das, was kommt. Der Wein, den Sie in Ihren Gläsern haben, ist übrigens der Herforder Wein. Und die Geschichte erzähle ich auch noch gleich dazu. Und warum es gut ist, in einer Hansestadt Wein zu verschenken, werden Sie auch erfahren. Aber alles zu seiner Zeit, das sind alles nur Randthemen zu dem Ehrentag heute von Ihnen, Herr Heinrich. Deswegen jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Schön, dass Sie heute kommen konnten und mein Glück die Einladung angenommen haben. Darüber freue ich mich sehr. Herzlichen Dank. Ja, nochmal recht herzlichen Dank und ich denke, Schülerinnen zu wählen für die heutige Darbietung passt zu Herrn Heinrich. Sehr geehrter Herr Heinrich, sehr geehrte Frau Heinrich, selten ist ein Ratssaal so voll wie heute und selten gibt es so einen doch ehrenvollen, tollen Anlass. Und Sie sind alle gekommen, die Personen, um mit Ihnen Ihren 90. gestrigen Geburtstag zu feiern und Ihnen zu gratulieren und Sie zu ehren. Die Hansestadt Herford, der Rat, verbindet mit der Gratulation auch eine große Anerkennung für Ihr Lebenswerk, auf das ich gleich noch im Einzelnen zu sprechen komme. Und natürlich wünschen wir Ihnen für die nächsten Jahre viel Glück, eine gute Gesundheit in trauter Zweisamkeit. Es sind so viele Gäste gekommen, dass ich es heute nicht machen werde, einzelne zu begrüßen. Erstens läuft man dann immer Gefahr, jemanden zu vergessen. Und zweitens, glaube ich, sind in einem Bürgerrathaus sowieso alle gleich wichtig. Sehr geehrter Herr Heinrich, um Ihrer Person, Ihren Werken und Ihrer Schaffenskraft gerecht zu werden, möchte ich Sie in aller Kürze als Mensch, als Pädagoge und Erzieher, als Buchautor und als uns allen vertrauter Künstler ein wenig vorstellen, beziehungsweise den Maler und Menschen Wolfgang Heinrich ein bisschen näher beleuchten. Wir wissen, dass Sie in Berlin 1928 als Sohn des Buchhändlers Ernst Heinrich geboren wurden. Wenn man sich den Namen Ihrer Geburtsstadt und auch das Jahr 1928 vor Augen führt, sieht man vermeintlich ein Moloch von Groß- oder gar Weltstadt mit einem pulsierenden Leben der Endzeit der Weimarer Republik vor sich. So haben Sie als Kind Berlin aber nicht erfahren, denn Sie sind in einer nahezu dörflichen Umgebung aufgewachsen und so nehmen Sie schon früh
die Schönheiten der umgebenden Natur wahr und lassen sich von ihr einfangen. Das zeigen auch die ersten Zeichnungen und Aquarellstudien von der Natur in der Landschaft um die Müggelberge. Trotz der sich anbahnenden und, wie ich immer sage, sinnlosen Schlachterei des Zweiten Weltkrieges mit den Bombenangriffen auf ihre Geburtsstadt haben sie mit ihrem Großvater, dem bekannten Berliner Bildhauer Hermann Mietke, die Galerien und Museen der Stadt besucht. Dadurch erhielten sie schon früh wichtige Impulse, die sie zur künstlerischen Arbeit anregten. Im Jahr 1943 kamen sie als Schüler durch die Kinderlandverschickung ins Riesen- und Zittauer Gebirge. Hier entstehen die ersten Aquarelle, die schon deutlich machen, wie sehr sie sich künstlerisch dem Aufarbeiten der Schönheiten der Natur hingeben. In der Ruhe dieser Idylle wurden sie natürlich auch mit anderen Kameraden in die Kriegsvorbereitung mit einbezogen. Daher ist es verständlich, dass sie, wie viele andere ihrer früheren Jahrgänge, zum Wehrdienst als Luftwaffenhelfer 1944 eingezogen wurden. Wenn man in ihr Buch Luftwaffenhelfer in Berlin hineinschaut, wird man die Begebenheiten von Kameraderie, Freundschaft, aber auch Bedrohung hineingenommen. Trotz der Kriegssituation gab es 1944 auch eine Kunstausstellung der 1. Flak-Division in Berlin, an der sie damals schon teilgenommen haben. In 1945 gerieten sie dann in amerikanische Gefangenschaft und werden unter unsäglichen Schwierigkeiten und unmenschlichen Bedingungen unter freiem Himmel im Stadion in Herford gefangen gehalten. Weder Essen noch Trinken noch Toiletten gibt es. Und als sie endlich nach Berlin zurückgekommen sind, war ihnen klar, sie gehen überall hin, nur nicht wieder nach Herford. In der amerikanischen Gefangenschaft haben sie das Lagerleben in Bleistiftzeichnung festgehalten. Wer so etwas Unschönes, ja sogar Schreckliches erlebt hat, wendet sich in Zukunft als Künstler verständlicherweise wiederum den Schönheiten der Natur zu. In Berlin fanden sie leider ein zerstörtes Haus vor. Aber es gelang ihnen, mit ihrem künstlerischen Tun so viel einzunehmen, dass sie das zerstörte Haus wieder wohnlich machen konnten. Von 1948 bis 1952 nehmen sie das Studium der Kunsterziehung und Malerei an der Pädagogischen Hochschule in Berlin bei den Professoren Jakob und Stöcker auf. Ihr allgemeinbildendes Studium konnten sie mit einer Lehrtätigkeit in Schulen verbinden, sodass sie ihren Lebensunterhalt damit bestreiten konnten. Wir können versuchen, uns vielleicht auch nur in Ansätzen vorzustellen, wie schwer es sein musste, bei den zusätzlichen Versorgungsschwierigkeiten eine Doppelbelastung durch Studium und Lehrtätigkeit auch an verschiedenen Orten mit mangelnder Infrastruktur aushalten und auch ausfüllen zu können. Aber sie haben das geschafft. 1952 beginnen sie dann ihre Tätigkeit als Kunsterzieher in Ost-Berlin. Gleichzeitig erhalten sie die Lehrbefähigung für das Lehramt der späteren DDR-Oberschulen. Ein Jahr später werden sie zum Tutor am Institut für Kunsterziehung an die Humboldt-Universität in Berlin berufen. Und 1954 heiraten sie ihre Kollegin Ruth Zuckert. Vermutlich haben die Unzulänglichkeiten der damaligen Zeit, sehr geehrte Frau Heinrich, sie besonders zusammengeschweißt, sodass sie alle weiteren künstlerischen Entwicklungen ihres Mannes begleiten, nein, ich glaube, unterstützen konnten. Und vermutlich ist es auch nicht immer einfach gewesen, dass sie als eine ebenso qualifizierte Frau an der Seite eines immer weiter erfolgreicher werdenden Mannes diesen Weg gemeinsam beschreiten. Sie, lieber Herr Heinrich, haben ja einmal in einem Zeitungsbericht selber gesagt, ohne meine Frau Ruth hätte ich nie so viel Erfolg gehabt. Und ich denke, dafür, liebe Frau Heinrich, drücke ich Ihnen heute einmal meinen ganz besonderen und herzlichen Respekt und Dank und Anerkennung aus. Und es ist ein schönes Privileg, von Bürgermeistern Blumen zu überreichen. Und von daher herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin. Bitte schön.
Wenn ich jetzt so fortfahre in meiner Betrachtung, bin ich im Jahre 1955 angelangt. In diesem Jahr werden Sie zum Seminarleiter im Fach Kunsterziehung berufen. In den Jahren 1955 bis 1958 nehmen Sie an der Ausstellung des Kulturbundes in Ostberlin teil. Und 1958 wechseln Sie beide in die Bundesrepublik über und müssen, weil Sie beide eine Lehrstelle erhalten wollen, in die bei Ihnen eigentlich ungeliebte Stadt Herford ziehen. In unsere Stadt Herford. Die Startbedingungen bei schlechten Wohnverhältnissen sind alles andere als optimal. Aber mit der Verankerung in unserer Stadt beginnt eine bis heute anhaltende, fruchtbare Schaffensperiode. Ihre Farben werden ausdrucksvoller, nuancenreicher und intensiver. Es entstehen wirkungsvolle Kompositionen von Farben. Leider müssen Sie beide in dieser Zeit in Kauf nehmen, dass Ihre qualifizierte Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zusatzqualifikation nicht anerkannt wird. Das muss Sie beide schwer belastet haben. Aber umso erstaunlicher ist es, dass Sie sich dadurch nicht haben beirren lassen. Sie haben den Blick auf die Umgebung von Herford und des Lipperlandes gerichtet. Wer Sie kennt, weiß, dass Sie ständig auf Motivsuche sind und der Skizzenblock Ihr ständiger Begleiter ist. Mehr noch, in den Folgejahren haben Sie sich, sehr geehrter Herr Heinrich, nicht nur mit Landschaftsmotiven in unserer Stadt, im Lipperland und in der Bundesrepublik beschäftigt, sondern auch Motive von Ihren Reisen in die Nachbarländer mit nach Herford genommen. Mit prall gefüllten Skizzenbüchern kehrten Sie 1968 auch aus dem Irak und aus Persien zurück. So begegnen Sie uns nicht nur als Europäer, sondern auch als ein weltoffener Wahrnehmer fremder Kulturen und politisch ungebunden. Zwei von den Bildern aus diesen Begegnungen sind hier im Rathaus übrigens im Erdgeschoss zu betrachten. Vielleicht haben Sie ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, gleich noch die Gelegenheit, bevor wir dann auch zur Ausstellungseröffnung in die Kundenhalle der Sparkasse wechseln, einen kurzen Blick im Erdgeschoss nochmal auf die dort ausgestellten Werke zu richten. Sie werden aber noch ein paar Tage länger da sein und ich hoffe, Sie kommen, bringen eine Menge Menschen mit, um sich dann die Bilder dort anzuschauen. Sie werden in diesem Monat zu Ehren von Herrn Heinrich ausgestellt. Aber, wie der aufmerksame Zuhörer oder die Zuhörerin sicherlich bemerkt hat, bin ich noch nicht am Ende der Aufzeichnung des Lebenslaufes von Herrn Heinrich angekommen. Und so komme ich in das Jahr 1969, denn in diesem Jahr wenden Sie sich neben der Öl- und Aquarellmalerei der grafischen Arbeit zu. Es entstehen Linolschnitte. Auf diese Arbeit wird Herr Bruder gleich noch sicher näher eingehen, der im Folgenden etwas darstellen wird. Und auch Bezug zur grafischen Kunst in die Schularbeit herstellen. Sie schaffen sich eine eigene kleine Presse an, später auch eine größere, die Sie freundlicherweise nach Jahren des Gebrauches dem Kulturanker und Frau Zintel bis heute für Arbeiten in Workshops und Akademien kostenlos zur Verfügung stellen. Und auch das zeichnet Sie aus. Es ist nicht selbstverständlich, dass man solche Geräte nicht nur als sein Eigentum ansieht, sondern auch für andere Kollegen und Studierende zur Verfügung stellt. 1970 erhalten Sie ein Stipendium an der Aldegrever Gesellschaft, eine Auszeichnung für die Arbeit in den grafischen Werkstätten Kattelhörn in Warmeln am Möhnsee. Gleichzeitig zeigen Sie im Briefwechsel mit Klaus Bölling in den USA, dass Sie über Ihre künstlerischen Ambitionen auch am Weltgeschehen teilnehmen und sich negativ über abzeichnende Tendenzen in den amerikanischen Schulen entgegenstellen. Vielleicht wäre uns heute einiges erspart gewesen, wenn man auf Sie gehört hätte. Diesen erzieherischen Ansatz in der Pädagogik haben Sie bis heute in der gedanklichen Beurteilung schulischen Geschehens nicht aufgegeben. Schulische Missstände bedrücken Sie immer noch. Diese, wie ich finde, vorbildliche Haltung honorieren Ihre Schüler und Schülerinnen noch heute. Beweis dafür sind die Dankschreiben Ihrer alten Klassen aus Berlin und Herford. Trotz aller negativen Erlebnisse während Ihrer Gefangenschaft bauen Sie in Ihrer neuen Heimat Freundschaften zu den britischen Offiziers- und Soldatenfamilien auf. Der Anglo-German Circle wäre ohne Ihre Mitarbeit in Herford und Umgebung kaum möglich geworden.
Deshalb ist es auch verständlich, dass sie 1971 in den englischen Künstlerverband aufgenommen werden. Im Jahr 1972 erfahren sie dann, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, endlich eine Anerkennung ihrer Studiumsqualifikation in Ost-Berlin. Sie werden zum Fachleiter für Kunsterziehung für die zweite Ausbildung der Kunstfachlehrer in allen Schulformen berufen. So sind sie quasi ohne ihr Zutun auch pädagogisch als ausreichend qualifiziert anerkannt worden. Spät, aber sicherlich nicht zu spät. Wie muss es Ihnen da wohl ergangen sein? Übrigens, manche der von Ihnen ausgebildeten Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind noch heute im Schuldienst tätig. In der Folgezeit arbeiten sie neben dem Schuldienst für öffentliche und private Institutionen. Bevorzugte Techniken sind das Aquarell, die Radierungen und der Linolschnitt. 1976 beginnt dann die Lehrtätigkeit als Dozent an unserer Herforder Volkshochschule. Sie bilden Scharen von kunstbegeisterten Herforderinnen und Herfordern zu Künstlern ohne akademische Studien aus. Auch diese Menschen verehren sie noch heute. Und auch mit ihren Vorträgen über die Drucktechnik erreichen sie viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber zurück zur Chronologie ihres Lebenslaufes. Von 1980 bis 1992 sind sie Mitglied im Lippischen Künstlerbund LKB. 1993 sendet das dritte Fernsehprogramm anlässlich ihrer Ausstellung im Daniel-Pöppelmann-Haus einen Film vom Atelierbesuch bei Wolfgang Heinrich. Ich denke, es muss für Sie auch eine spannende Erfahrung gewesen sein, das Fernsehteam und damit die Welt am Bildschirm einen Einblick in Ihr Atelier zu geben. In 1994 wurde eine Ausstellung von Ihnen auch in der französischen Partnerstadt des Kreises Herford in Voiron gezeigt. Und in 1995 und 1996 entstehen mehrere großformatige Aquarelle für die hier in Herford stationierten Nachrichteneinheiten. Eine besondere Ehre wird Ihnen dann 1995 zuteil. Keine geringere als Königin Elisabeth II. Verleiht Ihnen den Orden MBE, Honorary Member of the British Empire. Damit wird Ihre über Jahrzehnte andauernde Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens der britischen Garnison in Herford gewürdigt. Diese Zeremonie, so kann ich es mir vorstellen, war sicherlich auch für Sie ein sehr emotionaler Akt. Über Ihre Ausstellung im Schlossmuseum Corvey im Jahr 1999 bringt wiederum das dritte Fernsehprogramm des NDR einen Film über Ihre Arbeit an der Weser heraus. Und 2002 begleitet das Wesermarsch-Fernsehen WSM die Eröffnung der Ausstellung in der Galerie am Wilhelm in Ruwaden. Im selben Jahr, also 2002, erfolgt dann zu Recht die nächste Würdigung Ihrer Schaffenskraft. Sie erhalten die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Eine würdevolle Zeremonie, ich denke genauso wie die Verleihung des britischen Ordens. Und in 2005 überreicht der Regierungspräsident unserem Künstler die Anerkennungskunde für die Lippische Kunststiftung Wolfgang Heinrich. Mit einem Augenzwinkern könnte ich jetzt sagen, auf den Lorbeeren ausruhen gab es für Sie nicht. Denn 2006 arbeitete Herr Heinrich zum Beispiel mit einer Studentenprojektgruppe des Dietrich Bonhoeffer Berufskollegs in Detmold und es entstanden großformatige Wandbilder. Im Jahr 2011 möchte ich eine Begegnung mit der damaligen Ministerin für Schule, Kultur, Frau Ute Schäfer, herausstellen. Herr Heinrich wurde von ihr in ihr Landtagsbüro eingeladen. Er malt aus dem Fenster ihres Dienstraumes ein Aquarell über die Rheinaue, lässt dabei aber eine für ihn unschöne Brücke weg. Welch ein Sakrileg! Nein, welch eine Naturschönheit verpflichtete künstlerische Freiheit. Über diese Begegnung wurde dann sogar ein Fernsehfilm gedreht. Da es diese enge Verbindung zur Ministerin gab, lässt sie es sich in 2013 dann auch nicht nehmen und spricht zur Ausstellung ihres damaligen 85. Geburtstags in Bad Salzuffe. Auch die Stadt Herford hat ihren 85. Geburtstag gefeiert, verbunden mit der Bitte, dass sie sich im goldenen Buch der Stadt Herford verewigen. Deswegen, falls einer fragt, warum das heute nicht stattfindet, das ist schon erledigt. Der Kulturanker e.V. Herford richtete zu ihrem 85. Geburtstag im Kreishaus die Ausstellung Lebenswerk aus. Und eine Überraschung gab es bei dieser Ausstellungseröffnung auch. Denn neben einem Grußwort der Garnison
hatten die Briten als Anerkennung ihrer Verbindung einen Dudelsackpfeifer in seiner Originaluniform im Gepäck. Das sind Augenblicke, die sicherlich in Erinnerung bleiben. Und wenn Sie, liebe Gäste, die Einladungskarte zum heutigen Empfang aufmerksam betrachtet haben, können Sie sich ein Bild über die Vielzahl der Buchveröffentlichungen, Fernsehsendungen, Lehrfilme machen. Und Sie können sehen, dass sich 5 verschiedene Buchverlage um Sie, sehr geehrter Herr Heinrich, als Künstler und Autor bemühen. Ich denke, ein großartiger Erfolg. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich aber gerne noch 2 Aspekte herausheben. Zum einen, wie Sie mit anderen Künstlerkolleginnen und Kollegen in Herford, Lippe, Ostwestfalen-Lippe, gemeinsam Ausstellungen an unterschiedlichen Orten, wie in den Sparkassen, dem Daniel-Pöppelmann-Haus oder im Kreishaus durchgeführt haben. Und zum anderen die Tatsache, dass es wohl keinen anderen Herforder Künstler gibt, der seine künstlerischen Arbeiten in einer solchen Vielzahl, in herausragender Qualität, in Herforder Wohnhäusern, Praxen, Kanzlei und öffentlichen Einrichtungen wiederfindet. Mein Vorgänger im Bürgermeisteramt, Herr Wolbrink, der heute gerne gekommen wäre, aber leider verhindert ist, hat sie einmal im Rahmen einer Ausstellungseröffnung zu Recht als herausragenden Botschafter Herfords herausgestellt. Sehr geehrter Herr Heinrich, die Hansestadt Herford, nein, ich sage ganz bewusst Ihre Stadt Herford, freut sich, dass Sie uns, dass Sie Herford treu geblieben sind, wo ich auch gehört habe, dass Sie eine Einladung des Blomberger Bürgermeisters hatten, in seine Stadt überzusiedeln. Ja? Von daher denke ich, kann jede Stadt stolz sein, wenn sie solche Bürgerinnen und Bürger hat, Menschen, die einer Stadt mehr geben, als sie bekommen. Sehr geehrte Frau Heinrich, sehr geehrter Herr Heinrich, ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie sich in Ihrer Zweisamkeit noch lange bei uns wohlfühlen können. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, verbunden mit meinem tiefsten Dank, auch im Namen des Rates der Stadt Herford, nur das Beste und alles Glück dieser Welt. Und deswegen möchte ich jetzt kurz das Glas erheben und Sie bitten, noch einmal auf das Wohl von Herrn Heinrich mehr anzustoßen. Ich sage im Namen der Stadt Herford ganz, ganz herzlich Dankeschön und auf Ihr Wohl. Ja, darf ich jetzt nur meine Dankesworte gleich anfügen? Das dürfen Sie gleich, ich bin noch nicht fertig. Ach so. Aber dann sind Sie dran. Gut, sagen Sie mir. Ja, und zwar, wenn man in einer Stadt geehrt wird, dann gibt's natürlich, dann kommt ein Bürgermeister nicht mit leeren Händen. Und natürlich, in einem Rathaus gibt es immer Urkunden. Was wären wir ohne Papier? Auch wenn wir digitaler werden. Und so gibt es natürlich auch den Geburtstagsgruß an Herrn Wolfgang Heinrich. Sehr geehrter Herr Heinrich, ich freue mich im Namen des Rates und der Verwaltung der Hansestadt Herford zur Vollendung Ihres 90. Lebensjahres meine herzlichen Glückwünsche aussprechen zu können. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft noch viele glückliche und gesunde Lebensjahre. Für die Hansestadt Herford, Tim Kehler. Alles Gute. Dankeschön. Und da so eine Urkunde alleine ja ein bisschen trocken ist, braucht man ja auch noch ein bisschen was fürs Leben, sage ich mal. Und ich dachte mir, es wäre schon passend, wenn die Stadt Ihnen den Herforder Wein schenkt und natürlich etwas Schokolade dazu. Ja. Was ist besonders an diesem Wein? Dieser Wein wird angebaut auf den Hängen in Leutesdorf, wo früher der Wein für die Äbtissin angebaut wurde. Wir konnten diese Tradition wiederbeleben. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, das dauert viel zu lange. Aber die Schenkungsurkunde damals des Weingutes an die Äbtissin ist die erste urkundliche Erwähnung von Leutesdorf, die Gründungsurkunde. Und warum ist es auch gut, Wein zu schenken? Weil Herford ist eine Hansestadt. Und Hanseaten nehmen in der Regel keinen Orden an. Sie wissen warum. Weil ein Hanseat kniet vor keinem Herrn. Also mussten sich die Hanseaten eine andere Ehrungsform ausdenken. Und das ist auch die Begründung, warum Sie in vielen Hansestädten die besten Weinkeller finden. Die größte Sammlung deutscher Weine finden Sie in Bremen, meine alte Heimatstadt. Und wenn Hanseaten in hanseatischen Städten etwas Tolles geleistet haben, dann ist es die höchste Ehre, Wein zu bekommen. Und deswegen symbolisch, als Dankeschön und auch als Ehrung, Wein für Sie.
Herforder Wein, möge er Ihnen schmecken und zur Gesundheit beitragen. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Ja, danke schön. Ja, meine Damen und Herren, ich bin natürlich sehr bewegt. Nicht jeder Mensch wird so gelobt für eine Sache, die er eigentlich gar nicht selbst geschaffen hat. Ich bin nur dankbar, dass ich dieses Alter erreichen durfte und nun dazu noch diese Anerkennung erfahre. Herr Bürgermeister, ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre freundliche Frage. Ich habe hier einen Zettel vorsichtshalber mitgebracht. Ein alter Klassenlehrer hat mal gesagt, damals, wenn man über 90 ist, dann darf man auch ablesen. Also ich wollte erstmal Herrn Bürgermeister Kehler herzlich danken für seine Worte und dann natürlich auch mich bedanken bei den Damen und Herren, die hier das alles organisiert haben. Da denke ich besonders an die beiden Damen aus dem Bürgermeisteramt. Einen kleinen Fehler hat man natürlich mit 90, dass einem plötzlich Namen nicht einfallen, wenn man sie nötig braucht. Also bitte Entschuldigung. Ja. Mein besonderer Dank gilt selbstverständlich auch Herrn Buder, der eigentlich die ganze Sache hier organisiert und geordnet hat. Und dann natürlich danke ich all den freundlichen Helfern und Mitgliedern der Verwaltung hier, die geholfen haben. Ein besonderer Dank geht auch an die Kapelle, an die Musikanten. Das ist bei uns immer so, wenn ich so ein bisschen daneben gerate, dann kriege ich immer die Hilfe von einer echten. Das war jetzt eben ganz ernst. Ich will nicht so eingehen, auf welche Sachen, das bezieht sich natürlich auf Kleidung und andere Dinge, nicht? Die ich also sehr, sehr gut habe. Ja. Ja, ich danke dann auch der Sparkasse in Herford, die wird nachher noch betreten werden, und denke daran, dass die Sparkasse sehr viel für die Kultur und die Kunst hier getan hat in den Jahrzehnten. Ich hatte allein 5 Ausstellungen in der Sparkasse Herford. Zum Beispiel Englandreise, Berlin, Lago Maggiore, von Sylt bis nach Greetsiel und dann die Vorstellung von 2 Büchern. Das erste hieß Herford, Porträt einer Stadt. Das habe ich jetzt inzwischen schon ein paar Mal wieder zurückgekauft, antiquarisch, weil ich das verschenken wollte. Und dann das nächste Buch, Wittekindsland, das wurde auch in der Sparkasse vorgestellt mit einer Ausstellung. Also das werde ich auch nachher nochmal, aber Herr Fischmeier ist ja hier anwesend, der hat das also schon gehört. Ja, so habe ich also sehr vielen zu danken und insgesamt denken wir, meine Frau und ich, immer wieder, wie glücklich wir doch waren, dass wir diese Stadt so nun zufällig gefunden haben, obwohl ich sie ja eigentlich nicht wollte, aber das haben Sie ja gehört, das war durchaus verständlich. Ihnen allen danke ich jetzt noch einmal dafür, dass Sie bei diesem schrecklichen Wetter trotzdem gekommen sind, um nun hier an unserer kleinen Feier teilzunehmen. Ich danke Ihnen. Bevor ich nun jetzt Herrn Buder bitten möchte, noch ein paar Schlaglichter zu werfen, übrigens ohne die Inspiration von Herrn Buder wäre das heute so nicht möglich gewesen, das muss man auch ganz klar sagen. Sie haben es eben betont, von daher auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und auch an die Arbeit, die dort geleistet wird. Ehrenamtliches Engagement.
Bevor ich nun Herrn Buder gerne das Wort gebe, würde ich aber gerne kurz ein Schreiben verlesen wollen, weil und das zeigt, glaube ich, am besten, wie erfolgreich jemand ist, nämlich wenn man Posten vom Staatsoberhaupt bekommt. Ja. Und ich würde das gerne einmal verlesen wollen, mache ich im Sitzen. Der Bundespräsident wird es mir nachsehen. Lieber Herr Heinrich, Ihr 90. Geburtstag ist mir ein willkommener Anlass, Ihnen meine besten Wünsche zu übermitteln und diese mit meinem Dank für Ihr künstlerisches Schaffen zu verbinden. Mit Ihren Aquarellen, Zeichnungen und Radierungen erschließen Sie dem Betrachter immer wieder neue Dimensionen und lassen ihn Raum und Atmosphäre völlig neu erleben. Die Vielfalt und Schönheit meiner Heimat Ostwestfalen haben Sie in unzähligen Werken festgehalten, darunter auch mein Geburtshaus in Schieder-Schmalenberg. Über meine Heimat hinaus haben Sie mit Ihrer Kunst überall viele Verehrer und Sammler gewonnen und zahlreiche Preise künden von der hohen Wertschätzung, die Sie und Ihr Werk genießen. Für Ihr neues Lebensjahr wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und eine schöne Geburtstagsfeier im Kreise der Menschen, die Ihnen nah und wichtig sind. Herzliche Grüße, Ihr Frank-Walter Steinmeier. Und jetzt würde ich Herrn Buder bitten, uns noch ein paar Schlaglichter zu geben. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, schönen Dank für die Worte, die Sie zur Ehrung von Herrn Heinrich für uns alle gefunden haben. Das war wirklich schön, dass wir einmal mitbekommen haben, unter welchen Startschwierigkeiten Ruth Heinrich und Wolfgang Heinrich begonnen haben und wozu sie es auch gebracht haben. Wunderbar, dass das uns nochmal so deutlich wurde in der Lebenssituation jetzt beider 90-Jährigen. Wunderschön, dass beide das noch in dieser Zweisamkeit erleben durften. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In diesem Sinne wollen wir gleich lieber die Bilder sprechen lassen. Aber wir hören, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt noch ein bisschen was, ich hätte was gesagt von den alten Marinekollegen, ganz und ganz ja nicht sein, aber von dem Schenkikor der Hansestadt Herford. Und danach wird Herr Buder noch ein bisschen was zur Ausstellung sagen. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Gäste sind heute Abend. Genießen Sie den Abend mit Wolfgang Heinrich und seiner netten Frau zusammen mit mir im Haus der Sparkasse Herford. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie eben von meiner Frau so nett gesprochen haben. Denn ohne eine solche Frau, mit einer solchen Hilfe hätte man nie so schaffen können. Aber ich möchte mich besonders bedanken auch hier bei der Sparkasse, die, ich habe es vorhin schon erwähnt, so viele Ausstellungen, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Malern, bisher gemacht haben. Sie hat tatsächlich die Kultur hier aufrechterhalten. Und es ist so interessant für mich, in diesem Raum zu sein, in dem die Ausstellungen immer wieder anders aussahen. Die Stellwände standen anders, aber das Interessanteste war, die Menschen waren immer anders. Ich habe den ersten Film bekommen bei der Vorstellung meines Buches, Herford, Porträt einer Stadt. Da steht Dr. Schober vorne und dann der Landrat Moning und Herr Lerche und lauter Menschen, die wir kennen oder an die wir uns gerne erinnern. Und so war das dann später auch immer hier in der Sparkasse, diese Ereignisse, die die Menschen zusammenbrachten. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Bitte auch mit anderen Damen. Ja, damit, wie schon angedeutet, ist die Ausstellung natürlich eröffnet und auch die Getränke und ein bisschen was auf die Gabel steht bereit. Stärken Sie sich, genießen Sie den Rundgang und ich wünsche Ihnen schon jetzt einen interessanten Abend. Vielen Dank. Ja, toll. Und ich habe immer zu gut gesagt, das ist so wunderschön.
Engländer, ja. Und die haben gar keinen Anstift drauf. Ich und hat eine bestimmte Persönlichkeit genannt. Ja. Ich habe dann im Internet geguckt. Wir waren auf dem Weg nach München, da bin ich im Umweg in Erfurt gewesen. Habe Glück gehabt, dass der junge Leutnant, der mich hier vor allem im Teil mit dem deutsch-amerikanischen Freundeskreis geht das gut. Oder auch privat, wir kennen ja genug. Dann soll ich mal gucken, dann hole ich ihn gerade mal hin, ja, vielleicht auf dem Bild mit. Ja, den habe ich jetzt im Moment nicht gefunden. Der Jahre sammelt sich so einiges an, das muss man dann einfach abkommen. Ja. Hm? Gott sei Dank ist die Tagesform gerade einigermaßen. Ne? Das ist nicht immer so. Ja, natürlich. Jetzt will ich nicht verfolgen. Ja, schön, gerne. Dann unser Japaner, der ja so. Thank you.
Spielereien, die sie nun heute haben, da muss das andere alles langsam weg. Jeder hat sein Handy da und hat dauernd Bilder vor sich. War doch letztens bei der Ausstellung da? Inkognito. Bei der Kirche und direkt und gestört. Nein. Und direkt da oben ist der ja. Ja, 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 diese richtig modern. Ja, ja, ja. Also richtig toll. Und da habe ich gedacht, das ist doch was. Da fahren die voll drauf ab. Und der Chor war auch einmal in Amerika. Und da reden die heute noch von. Die müssen da mal. Ja, aber ich glaube nicht, dass es gratis ist. Wir hatten vorher.